Zum nächsten Live-Abend möchten wir, Sifforum.de, mein Co-Moderator Elwood und ich, Writing Bull, euch herzlich einladen für Donnerstag, den 10. Oktober, ab 21 Uhr auf Twitch TV. Wir setzen unsere Partie mit Colonization fort und mit The Authentic Colonization, unserer Community-Modifikation, und kehren hierhin zurück, in diese Spielwelt, zu dieser brennenden Siedlung, eine früher französische Stadt, die wir, die Portugiesen, erobert haben. Hier links daneben, das ist ein Dorf der Tupi, des Indianerstammes, die mittlerweile ziemlich erbost darüber sind, wie wir uns hier breit gemacht haben. Und hier, das ist eine unserer Städte. Und ich zeige euch mal, was wir mittlerweile erfahren haben über die Spielwelt hier, über das Amazonasbecken, über den Nordosten des südamerikanischen Halbkontinentes, was wir hier mittlerweile sehen können. Viel, viel Dschungel und viele Flüsse, die Tropen. Jetzt zieht sich der Amazonas weit in das Binnenland hinein, und wir entdecken hier auch mittlerweile Siedlungen, Dörfer anderer Indianerstämme. Und hier ganz im Westen, da haben wir mittlerweile Bekanntschaft gemacht mit anderen Völkern, mit anderen europäischen Völkern gar. Denn hier haben wir die Spanier getroffen. Francisco Pizarro, Glücksritter und Schatzjäger, als solcher hat er sich vorgestellt. Die Spanier haben sich hier breit gemacht. Noch weit weg von uns, von den Portugiesen. Wir spielen Martim Afonso de Sosa, den portugiesischen Statthalter, den sein König hier hingeschickt hat, mit dem Auftrag, hier Brasilien für die portugiesische Krone zu gewinnen. Und da hatten wir zuletzt festgestellt, dass uns der Siedlungsplatz etwas eng ist. Sieht eigentlich gar nicht so aus, denn hier im Hinterland, hier ist doch eigentlich viel, viel leerer Raum, allerdings auch nicht sonderlich fruchtbar. Hier ist Wüste ganz im Westen, und auf diesem Hochgebirge lässt sich auch nicht so gut siedeln. Aber hier an der fruchtbaren und interessanten Küste, hier haben sich halt unter anderem die Franzosen breit gemacht oder hatten sich breit gemacht. Und deshalb haben wir den, das ist jetzt nicht unbedingt die feine englische Art, aber die portugiesische vielleicht doch, da hatten wir die kurze Hand angegriffen gehabt beim letzten Live-Abend. Hatten zunächst diese Stadt hier erobert, die eher dem hörte auf den hübschen Namen Fort Coligny. Jetzt heißt sie Rio de Janeiro. Wir haben sie umgetauft, haben sie mit schwerer Artillerie erstürmt, die wir im Europahafen gekauft hatten, und einen Offizier haben wir dort postiert im Beruf der Kolonialmiliz. Und dann sind wir weiter in das Landesinnere vorgerückt, hier mit dieser Artilleriegarnison. Wir haben Vaya Batata, eine Stadt, die wir im Binnenland gegründet hatten, ganz entblößt, und haben unsere einzige Garnison dort weggerückt, sind hier ins Binnenland vorgerückt und haben hier einen französischen Ort dem Erdboden gleich gemacht. Und dann haben wir nochmal alles auf eine Karte gesetzt und waren richtig wagemutig und haben noch alles, was wir an Offensivtruppen noch hatten, hier auf diese Flöte gepackt, sind mit ihr Richtung Norden gesegelt und haben hier diese französische Stadt auch erobert und zerstört. Dort stehen jetzt mittlerweile nur noch Ruinen. Ein gewagtes Manöver, denn bei amphibischen Angriffen von der See aus, da gibt es empfindliche Abzüge, Mali, für die Kampfwerte der Truppen. Und hier, dieser französische Pionier, der wartet wohl darauf, dass er in der nächsten Runde die Seiten zu wechseln hat. Freiwillig? Wohl kaum. Ich glaube, den werden wir uns schnappen und ihn zum Dienst für die Portugiesen zwingen. Das ist hier in etwa der Stand der Dinge. Wir spielen, ganz kurz zur Erinnerung, eine Karte, die Mark Cross, ein Kollege aus dem TAC-Team von The Authentic Colonization, gebastelt hat für den Wettbewerb Spiel des Monats. Das hier ist die August-Aufgabe in diesem gemeinsamen Wettbewerb von Sifforum.de und des internationalen englischsprachigen Sifanetics Forums. Beim letzten Live-Abend sind wir einige Preise losgeworden. Bommel hatte gewonnen gehabt. Eine Goldedition von Civ 5 und eine Ausgabe von Brave New World des neuen Add-ons, beides gestiftet vom Publisher 2K Games, ist jetzt futsch. Kann man nicht mehr gewinnen? Oder doch noch? 2K Games hat sich noch einmal spendabel gezeigt und für den nächsten Live-Abend wieder dasselbe spendiert. Eine Goldedition plus einmal Brave New World, und immer steht ja noch aus eine Ausgabe des Bahngiganten von meinem Let's Play-Kollegen Tom.io gespendet. Und für den anderen Preis,
den wir jetzt frisch in den Ring werfen, wenn wir uns beim nächsten Live-Abend eine neue Aufgabe, ein neues Quiz ausdenken, Elwood und ich. Wenn ihr mit dabei seid im Chat, um mitzudiskutieren, mitzubestimmen, um uns reinzureden bei unseren Zügen hier, dann habt ihr auch die Möglichkeit, hier einen dieser Preise eventuell abzuräumen. Also, wir sehen uns am Donnerstag, dem 10. Oktober ab 21 Uhr auf Twitch.tv. Elwood und ich freuen uns auf euch. Bis dann. Tschüss.